Alexios, ist das nicht beeindruckend? Wir sind den Göttern so nah, dass ich Apollon überall spüre. Wie lief es mit Elpenor? Das erzähle ich dir später unter vier Augen. Wer ist das? Nur ein einfacher Pilger. Er hat gerade das Orakel getroffen. Ich musste ihn einfach fragen, ob sie so glorreich ist, wie alle sagen. Und? Ist sie das? Sie hat mir mehr neue Fragen als Antworten gegeben. So sind die Orakel. Du hast nicht gelogen. Es ist wirklich der Speer von Leonidas. Vielleicht habe ich dich erwähnt. Ich würde mich über ein bisschen mehr Verschwiegenheit freuen. Er schien eben an Legenden wie dir interessiert zu sein. Ich dachte, ihr würdet euch verstehen. Wie? Ein Schritt weiter und du hast den Speer an deiner Kehle. Sag mir, wer du bist. Ich habe auch erwähnt, dass du etwas aufbrausend bist. Mein Name ist Herodotus. Ich bin Geschichtenerzähler. Das war ich jedenfalls. Der Krieg zwingt uns allen Neues auf. Damit hast du recht. Warum verschleierst du deine Identität? Ich bin hier auf Geheiß eines Mannes aus Athen, eines mächtigen Mannes. Wir haben vor, diesen Krieg endlich zu beenden. Du hast mir erzählt, du wolltest das Orakel etwas Persönliches fragen. Der Krieg ist persönlich, Barnabas. Also wolltest du von der Pythia wissen, wie man den Krieg beendet? Ja, aber in Delphi stimmt irgendetwas nicht. An jeder Ecke stehen Wachen, die Menschen werden abgewiesen. Ich will der Pythia ein paar Fragen stellen, aber diese Schlange. Ich bin alt und grau, bis ich sie endlich treffe. Du machst Witze! Du besitzt mehr Waffen als eine Schmiede. Ich will hier keinen Ärger machen. Ärger? Geh einfach rein! Wer will dich aufhalten? Der Priester? Na schön. Aber wenn das schief geht, gebe ich dir die Schuld dafür, Barnabas. Ist er nicht genauso toll, wie ich ihn beschrieben habe? Devronexo. Ich will die Pythia sehen. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich wie jemand aus, der sich hinten anstellt? Tritt ein in das Licht des Apollon, in das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterblicher, denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchender! Als ich jung war, verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es, aus den Visionen, das Kind auf dem Berg. Wie kannst du davon wissen? Du musst gehen, sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber wie? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen. Die Prophezeiung ist dein. Du hast meine Fragen nicht beantwortet. Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Herodotus, du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin.
Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir, sie wusste, wer ich bin. Was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe dem keine Beachtung geschenkt. Die Pythia schien Angst vor ihnen zu haben. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Alexios, vergiss eins nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Ich hier mit dir.